Ja, hallo liebe Leute, guten Abend aus Hamburg. Ich wollte heute gerne mal ein Video machen über die Sicherheitseinstellungen und die Sicherheitskomponenten, die in jedem Tesla standardmäßig dabei sind. Vorab möchte ich gerne meinen 300. Abonnenten, den Sebastian, begrüßen. Und ich freue mich natürlich über weitere Abonnenten. Dieses Video wird sicherlich ein bisschen länger werden, weil ich nicht nur die normalen, sage ich mal, Sicherheitseinrichtungen besprechen möchte, sondern auch die in Verbindung mit Autopilot vorhanden sind. Und dazu müssen wir einige Fahrten unternehmen. Und das alles zu zeigen und auseinanderzuklamüstern, dauert halt ein bisschen länger. Aber ich werde natürlich ein Inhaltsverzeichnis anlegen, sodass ihr das auch später mal nachschauen könnt. Okay, dann wechseln wir doch jetzt erstmal zu der richtigen Karte. Und zwar gehen wir erstmal auf die Sicherheitskarte. Das geht los oben mit dem SOS-Notruf, den ich hier auslösen kann. Es geht darum, den mobilen Zugriff zu ermöglichen. Wenn ich also über die App jemanden anderen einlade, das Auto zu fahren, dann kann er tatsächlich damit losfahren, in Verbindung mit dem schlüssellosen Fahren aktivieren. Ich kann hier auf die Bremse drücken. Nicht im Halt, das mache ich jetzt gerade, das Auto auch komplett ausschalten. Ich kann die Tempobegrenzung einstellen, auch über den PIN natürlich. Ich kann den Wächtermodus ein- und ausschalten, den benutze ich in der Regel nur in bestimmten Situationen, auf dem Parkplatz vom Supermarkt oder Baumärkten oder sowas, wo es ein bisschen enger und hektischer ist. Da mache ich das so mal an. Ja, und die Dashcam kann man auch über die App einsehen. Sehen Sie die Live-Kamera über die mobile App ein. Sie steht standardmäßig auf Automatik. Also wenn das Tesla-Modell meint, es sei kritisch, dann macht er eben halt auch entsprechende Aufnahmen. Ich kann aber auch beim Hupen eine Aufnahme aktivieren. Dadurch werden eben halt die letzten Minuten und die nach dem Hupen nächsten 5 Minuten oder so eben halt in einem Clip gespeichert und man kann sich die später anschauen. Ist vielleicht nicht schlecht im Falle eines Crashes oder sowas. Also wenn ihr in einer brenzligen Situation noch mal hupen, dann damit ihr sicher sein könnt, dass die Dashcam eben halt entsprechende Aufnahmen macht. Hier kann man den Front-Airbag ein- und ausschalten, wenn man Kinder auf dem Beifahrersitz mitnehmen möchte. Man kann die Audiosignale fürs Einparken ein- und ausschalten. Joey-Modus macht alles ein bisschen leiser. Die Alarmanlage kann man hier aktivieren, auch beim Kippen und Einbruch extra explizit nochmal aktivieren. Zum Fahren kann ein PIN verlangt werden, wenn man das hier einschaltet. Und auch fürs Handschuhfach ist das möglich. Ja, das sind schon eine ganze Menge Funktionen. Vieles davon muss man bei anderen Herstellern extra dazu kaufen. Wie gesagt, alles das, was Sie bislang gesehen haben, ist bei jedem Tesla-Modell inklusiv, kein extra Aufpreis. Ja, auch die Verriegelungsmethoden über den Schlüssel, übers Handy, über die Karte, wie auch immer, das ist ja auch schon zigmal berichtet worden, finde ich sehr vorbildlich und ist einfach genial gelöst. Man kann eben halt sagen, okay, Verschluss nach Entfernen. Das heißt, das Auto wird automatisch verriegelt. Man kann eben halt sagen, Heimadresse könnte man ausschließen. Dann gibt es den sogenannten Fahrertürenriegelungsmodus. Das, wenn man also den einschaltet und ich mache erst die Fahrertür auf, dann ist alles andere zunächst erstmal weiterhin blockiert. Man kann also dann nicht weitere Türen aufmachen. Ist in, ich sage mal, ominösen Gebieten vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Und ich kann ihm halt entscheiden, sobald ich im Parkmodus bin, ob das Auto entriegelt werden soll oder nicht. Dann bekomme ich noch eine Information darüber über die App, falls ich vergesse, irgendwelche Türen oder Fenster zu schließen. Auch hier kann man natürlich die Heimatadresse wieder ausschließen. Dann gibt es die Möglichkeit, akustische Verriegelungsbestätigung ein- oder auszuschalten. Das bedeutet, dass das Auto ganz kurz mit halber Lautstärke kurz hupt,
also so, wie es in Deutschland noch gerade zulässig ist. Und ich kann sagen, alle Fenster sollen beim Verriegeln geschlossen werden. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Bereich, nämlich dem Autopiloten und allen Sicherheitsfaktoren und Bestandteilen, die damit zusammenhängen. Das geht los hier oben mit dem Lenkassistenten. Da steht hinter Beta. Es ist eine Funktion, die mir ermöglicht, den Tester dazu anzuhalten, dass er automatisch in der Spur bleibt. Sollte ich also, warum auch immer, die Spur verlassen, dann kann er mir das mitteilen und sogar notfalls eingreifen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten. Das werden wir in einer Probefahrt gleich mal machen. Das ist noch ganz interessant. Immer dann, wenn hier oben rechts, oben links das kleine Lenkrad erscheint, könnte man ja auf den Autopiloten umschalten. Und in dem Augenblick ist auch mein Notfall-Spurhaltekorrektur aktiv. Er blinkt hier also immer um. Die Linien werden blau. Und er fordert mich sogar auf, einzugreifen, obwohl ich gar nicht im Autopiloten bin. Ja, auch die automatischen Totwinkelkameras, Seitenkameras bei aktivem Blinker können hier halt im Display angezeigt werden. Wenn ich also nach links blinke, dann wird mir die entsprechende Kamera angezeigt. Auch nach rechts. Ich stehe hier direkt an der Wand, deswegen sieht es ein bisschen düster aus hier. Aber das wird mir halt direkt angezeigt. Darüber hinaus, wenn ich im Fahren bin, das werde ich aber auch gleich noch zeigen im Fahrbetrieb, sieht man halt auch in der entsprechenden Darstellung hier, wenn das zu knapp wird, dass ein Fahrzeug dann halt rot erscheint. Und wenn es richtig knapp ist, dann würde er diesen notfalls unterbinden. Ja, und diese Funktion, Warnton bei Totwinkel, kann ich ihm halt hier einstellen aus, einfach nur im Display, dass ein rotes Fahrzeug dann entsprechend erscheint. Ich kann mir aber auch einen Ton dazu abspielen, also einen Warnton. Das kann man immer gut sehen. Nächster wichtiger Punkt ist natürlich die Auffahrwarnung, die man hier ausschalten kann, die ich auf spät setzen kann, mittel oder früh. Was bedeutet das? Wenn ich im Halt beispielsweise hier bei mir vor der Haustür in der Wohnstraße 30er-Zone alles vollgeparkt mit 30 durchfahre und ich fahre auf ein parkendes Fahrzeug zu, dann warnt er mich bei einer Einstellung mittel oder früh auf jeden Fall, dass ich jetzt womöglich gleich einen Unfall baue. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Wenn ich zu schnell auffahre. Aha. Ja, das war, wenn ich so weitergefahren wäre, wäre ich natürlich reingefahren. Stelle ich das weiter zurück auf mittel, spät oder aus, kommt diese Warnung natürlich immer knapper. So, Auffahrwarnung steht jetzt auf spät. Ja, deutlich später. Jetzt nächstes ist der Spurhaltekorrekturassistent hier. Den kann man zwar auch ausschalten, ich kann ihn aber auch einfach nur auf eine Warnung setzen oder auf eine Assistenz. Wenn ich das auf Warnung schalte, dann vibriert das Lenkrad so ein bisschen, wenn ich die Linie überfahre, ohne zu blinken vorher. Wenn ich den Assistenten anmache, korrigiert er sogar auch im normalen Betrieb, im normalen Fahrbetrieb einfach die Richtung. Er verhindert also, dass ich über diese Linie fahre. Darüber hinaus seht ihr, darunter gibt es noch den Notfall-Spurhaltekorrektur
diese Funktion ein- und ausschaltbar. Die ist eigentlich immer an, vor jeder neuen Fahrt, genau wie der Notbremsautomatik auch. Die beiden Funktionen muss man explizit vor jeder Fahrt ausschalten, wenn man sie nicht haben möchte. Wobei mir kein Grund einfällt, die auszuschalten, aber könnte ja sein. Wenn ich das mache, kommt sofort die Meldung. Wenn Sie die Notfallspurhaltekorrektur deaktivieren, greift Ihr Fahrzeug beim Verlassen der Spur nicht korrigierend in die Lenkung ein und es besteht die Gefahr einer Kollision oder des Abkommens von der Fahrbahn. Fahren Sie auch bei Verwendung dieser Sicherheitsfunktion stets aufmerksam und so weiter. Möchten Sie diese Funktion wirklich deaktivieren? Dann sage ich mal deaktivieren. Ich bin einmal ausgestiegen, habe das Fahrzeug verriegelt und bin neu eingestiegen, Code wieder eingegeben und schon ist der Notfallspurhaltekorrektur Mechanismus wieder eingeschaltet. Das gleiche gilt auch für die Notbremsautomatik und die beiden Funktionen, wie gesagt, die schalten sich immer wieder automatisch ein, was auch gut ist. So. Ja, jetzt hat er ihn automatisch wieder reingezogen. Nach links sollte es eigentlich auch funktionieren. Lassen wir jetzt mal rüberziehen hier. Steuerung sofort übernehmen. Fahrzeug verlässt Fahrspur. Aha. Das war schon die zweite Stufe. Wenn das zu oft passiert, kann man auch den Autopiloten, glaube ich, nicht mehr aktivieren. Wie gesagt, das ist alles die erste Stufe des Autopiloten. Das war der Warnton, dass ich die Linie überschreite und man muss dann sofort mit dem Lenker eingreifen, sonst würde das Fahrzeug langsam aber sicher die Geschwindigkeit verlieren, bis auf null runter. Nochmal. Das Auto greift jetzt auch ein. Es hat die Korrektur vorgenommen. Und ja, wie gesagt, wenn ich nichts tue, einfach gar nicht darauf reagiere, würde das Auto echt anhalten. Dann haben wir noch die hindernisabhängige Beschleunigung. Nun, ein Tesla ist ja relativ flott unterwegs und wenn ich jetzt im normalen Verkehr meine Strompedal, sage ich mal, Strompedal drücken zu wollen, dann wird die Beschleunigung reduziert in Abhängigkeit von irgendwelchen Hindernissen, die vor mir auf meiner Spur sind. Da steht hier auch nochmal geschrieben, die hindernisabhängige Beschleunigung begrenzt die Beschleunigung automatisch und betätigt möglicherweise sogar die Bremsen, wenn bei langsamer Fahrt ein Hindernis vor Ihrem Fahrzeug erkannt wird. So, und die Abstandsgeschwindigkeitsregler für Signalton kann man auch ein- und ausschalten. Wenn ich also den Abstandspiloten eingeschaltet habe, also Autopilot erste Stufe, dann werden ihm halt auch Signaltöne zu hören sein, wenn das Fahrzeug entsprechend reduziert aufgrund von Verkehr vor mir auf der gleichen Spur. Und zum Schluss nochmal den Autopiloten. Der ist jetzt eingeschaltet in der ersten Stufe. Das heißt, er versucht jetzt in Abhängigkeit meiner Spur, je nachdem, ob die frei ist oder nicht, bis maximal 60 zu fahren. Ich kann es auch mal ein bisschen auf 65 machen. Fährt aber nicht schneller, weil vor mir eben halt der Golf dort fährt. Und ich kann mit dem rechten Stellrad am Lenkrad auch sagen, wie eng ich denn auffahren möchte. Kann es mal auf 2 machen oder 1, mal gucken. Dann fährt er eben halt immer näher ran. Ja, macht das sehr bedächtig, aber er kommt immer näher. Jetzt mache ich das mal ganz in die andere Richtung, 7. Das ist der größte Abstand, der mir eigentlich am liebsten ist. Ist etwas beruhigender. Ja, das ist doch sehr entspannt. So eine Entfernung kann man dann auch selber nochmal notfalls eingreifen und reagieren.
Jetzt habe ich die zweite Stufe auch noch drin. Jetzt kann ich es eigentlich loslassen. Oh, 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 wo will er jetzt hin? Das ist mir zu gefährlich. Nicht, dass er mir in einen LKW reinfährt. Ich finde es sowieso relativ, wie soll ich sagen, nicht so vertrauenswürdig, da irgendwie in so engen Straßen und so weiter zu fahren. Jetzt hat er komplett abgebremst gerade, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Warum auch immer. Also ich finde, in der Stadt, auch in ländlichen Gegenden, wo es noch nicht ganz so voll ist wie hier, typische Vorstadt, sagen wir mal, ist der volle Autopilot oder der Autopilot in zweiter Stufe nicht wirklich nutzbar. Also ich halte es für wenig sinnvoll. Das ist einfach zu heikel. Es gibt einfach zu viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Mal sind die Mittellinien wieder weg, dann sind sie wieder da. Schaltet er schnell wieder aus und wieder ein. So, jetzt habe ich es wieder komplett angemacht, aber ich lasse das Lenkrad nicht los, damit ich jederzeit hier eingreifen kann. Und da vorne stehen sie an der Ampel. Mal gucken, wann er hier runterbremst. Ja, hat es wohl erkannt. Also ich mache nichts. Ich muss das Lenkrad allerdings ein bisschen bestätigen jetzt. Okay. Wieder ab. Der hinter mir wundert sich schon, was macht der da? Also das kann man echt nicht so benutzen, wie man es gerne möchte. Also das Auto fährt dann nicht so, wie ich selber vorsichtig fahren würde. Also das ist einfach nicht der Fall. So, das war es eigentlich mit den entsprechenden Fahrten, die ich jetzt hier eingebaut habe ins Video. Ich bedanke mich bei euch für das Interesse und hoffe natürlich auf neue Abonnenten und vergesst nicht auch mal den Daumen nach oben zu setzen. Das inspiriert auch und gibt mir ein bisschen Feedback darüber, ob ein Video gut ist oder nicht. Ich würde sagen, jetzt gehe ich ins Haus und schaue mir das Spiel Deutschland gegen Niederlande an und wünsche mir und euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.